Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist wieder herrliches Herbstwetter. Wie ihr seht, der Herbst ist... Also jetzt bin ich überzeugt, dass der Herbst eine der schönsten Jahreszeiten ist. Ja. Ich mag den Winter, ich mag den Schnee, aber wenn ich mich jetzt so umschaue, denke ich, wow, wie schön, wie schön. Bevor ich es vergesse, möchte ich mich bei Philipp bedanken. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich daran denke, mich bei dir zu bedanken. Vielen Dank, Philipp. Philipp ist ein neuer Förderer auf Patreon. Wenn dir diese Videos gefallen, dann schau doch mal vorbei bei AuthenticGermanLearning/donate und dann kannst du auch ein bisschen spenden, sodass du mir hilfst und damit hilfst du mir, mehr von diesen Videos zu machen und diese Videos besser zu machen. Ja? Heute möchte ich mit dir in dieser täglichen Dosis Deutsch über Wahrheit in Affirmationen zu reden. Ja? Wahrheit in Affirmationen. Eine Affirmation ist ein Satz oder ein oder mehrere Sätze, die man sich immer wieder sagt. Ja? Und das Ziel bei einer Affirmation ist es, dass man seine inneren Gedanken und eventuell negativen Gedanken ersetzt durch positive Gedanken. Ja? Zum Beispiel, ich liebe mich. Ja? Dann sagt man das immer wieder, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Und dann ist die Theorie, dass es einem dann besser geht. Ja? Und ich denke, es ist ein nützliches Werkzeug und ich kann es sehr empfehlen. Ich denke, es ist am wirkungsvollsten, wenn man, es ist am wirksamsten, wenn man sich gut überlegt, was man sich sagen möchte. Ja? Wenn man sich einen Text überlegt, der sehr individuell auf einen selbst abgestimmt ist. Ja? Dass man nicht einfach eine Affirmation von irgendjemandem übernimmt, sondern sich seinen eigenen Affirmationstext erstellt. Ja? Also wie gesagt, einen Text, den man sich immer wieder sagt. Ja? Also das Ziel ist es zum Beispiel, jeden Tag am Morgen, ja, oder jeden Tag am Nachmittag oder öfters am Tag diesen Text zu sprechen oder diesen Text zu hören, diesen Text zu lesen, um positive Gedanken zu haben. Und ich denke, es ist eigentlich eine sehr gute Idee. Aber, und hier ist ein Problem, es gab da sogar eine Studie drüber, und zwar haben sie ja, ein paar Probanden gehabt, die das getestet haben, ob das hilft, wenn sie sagen, ja, sowas wie, diese Aufgabe ist einfach, ja, oder mir macht es Spaß, diese Aufgabe zu erledigen, ja, und dann haben die Studienteilnehmer eine Aufgabe gelöst. Und sie haben mitgekriegt, dass es unter Umständen auch schlechte Auswirkungen haben kann, so eine Affirmation. Und zwar ist das dann der Fall, wenn man es nicht ganz glaubt. Ja, also wenn man sich versucht, etwas einzureden, ja, wenn man etwas immer wieder denkt, was falsch ist oder was man als falsch erachtet, dann kann es sein, dass man dadurch viel schlechter wird bei der Aufgabe, die man gerade erfüllen will. Ja. Deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wenn man sich Affirmationen überlegt, dass das auch sehr gut in der Wahrheit, in der Realität fundiert sein muss. Ja, es muss der Wahrheit entsprechen und man muss auch der Meinung sein, dass es wahr ist. Und dann sind Affirmationen meiner Meinung nach hilfreich. Und ich arbeite gerade an der Academy, an der Authentic German Learning Academy, und dort werde ich einen Kurs haben, der dir erklärt, wie du dir deine eigenen Affirmationen erstellst. Ja? Also ich möchte dir mit der Akademie auch Werkzeuge in die Hand geben,
sodass du die Techniken, die ich benutze, ja, die Techniken, die mich produktiv machen, ja, dass du die auch nutzen kannst. Ja? Und dass es auch sehr auf dich abgestimmt ist, sodass du dir, dass du das nutzen kannst, was dir hilft, und das lassen kannst, was dir nicht hilft. Ja? Ich möchte sozusagen all das Wissen, was ich habe über Produktivität und Zeitmanagement und so weiter und persönliche Entwicklung, all das möchte ich mit dir teilen in der Authentic German Learning Academy. Ja? Das sind so meine Gedanken. Also seid ehrlich zu euch selbst und probier ruhig Affirmationen aus. Es ist ein interessantes Thema, meiner Meinung nach. Und wenn du willst, kann ich auch noch weitere Videos über dieses Thema machen. Sag Bescheid in den Kommentaren und dann kann ich noch mehr über Affirmationen sprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bis morgen. Tschüss!